Ich bin tatsächlich selber ja so ein bisschen Technik-Freak und deswegen total geil darauf, das auch zu lernen und hier EQing und die Sachen schon eigentlich alle selber zu machen. Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen mehr als an der Oberfläche kratze, aber ich bin jetzt nicht so ein krasser Freak, dass ich weiß jetzt, in welchem Kompressor welche Widerstände eingebaut sind und ja, der passt besser mit der Röhre und da ist so ein super Sound. So krass ist es jetzt nicht, aber ich bin leidenschaftlicher Manual-Leser als Bettlektüre und ja, also Synthese und solche Sachen bin ich schon meiner Meinung nach relativ weit drin so in dem Thema. Mein erster richtiger großer Synth war dieser Vermona Performer. Und das ist ja ein Synthesizer, wo man einfach überhaupt keine Presets abspeichern kann. Und dadurch habe ich halt einfach relativ schnell und gut gelernt, wie ich Sounds machen kann selber. Oder beziehungsweise wie ich zu dem Ergebnis komme, was ich möchte. Und wenn ich einen Sound haben will, dann weiß ich, wie ich den machen kann. Ich versuche natürlich irgendwie unterschiedlich zu arbeiten, damit man nicht in so ein Muster verfällt und immer alles irgendwie gleich macht. Aber der Performer zum Beispiel, der taucht eigentlich in fast allen Produktionen bei mir oft. Ist halt ein krasses Bassmonster. Oft fange ich tatsächlich an, mir so einen Grundloop zum Beispiel zu bauen oder eine Grundlage, auf die ich drauf jammen kann. Und da ist es oft so, dass ich mit dem Fundament anfange. Also die Bassline ist eigentlich so der Startpunkt. Da wird für mich dann auch der Key festgelegt. Und von da aus fange ich eigentlich an. Die Sachen, die fest eingebaut sind hier im Studio, die gehen alle in die Patch Bay. Und von der Patch Bay gibt es Teile, die sind fest verkabelt, eigentlich mit einem Mixer. Die Drum Machine zum Beispiel, die hat die ersten 8 Kanäle auf dem Mixer. Dann gibt es Direct Outs von dort direkt zur Soundkarte und in Ableton wird dann eigentlich alles aufgenommen. Ableton ist auch meine Master Clock hier für alles. Ich habe 2 MIDI-Patch-Bays hier für beide Seiten. Eine, um Sachen zu verteilen. Das heißt, eigentlich kann ich alles rausschicken. Also eigentlich das wird alles benutzt hier. Keine Sammelbude. Ich versuche eigentlich eher neuere Sachen zu kaufen, weil mal abgesehen von dem Juno, diese klassischen Sounds, die haben wir jetzt schon, sage ich mal, die letzten 20 Jahre mehr oder weniger bis zum Erbrechen gehört. Natürlich kann man auch mit Effekten und so Sachen rausholen, die wir jetzt noch nicht gehört haben, aber eigentlich interessieren mich eher so modernere Sachen ein bisschen mehr. Gerade jetzt mit dem Waldorf, der mit Granularsynthese und Resonatoren und solchen Sachen arbeitet. Klar, alte analoge Instrumente haben ihren Charme. Der Monopoly da oben, der fetzt natürlich voll rein so. Also so eine Mischung eigentlich aus alten, bewährten Sachen und ja, modernen Sounds einfach. Ich versuche natürlich, interessante Sounds schon am Synthesizer selber zu machen. Aber Effekte, natürlich die Delays und Reverbs, sind so Sachen, die eigentlich sehr oft im Einsatz sind, beziehungsweise fast überall im Einsatz sind. Und so wie das bei mir auf dem Pult verschaltet ist oder wie die Returns ankommen, kann ich mir auf dem Pult lange Effektspuren auch machen.
von einem Return zum nächsten und Schleifen, Feedbacks, wilde Sachen. So, das spielt schon eine große Rolle bei dem auch, was ich mache und bei dem Sound, der bei mir am Ende rauskommt. Also eigentlich gibt es in fast jeder Produktion diese Eventide-Effekte. Delays, Reverbs sind fast immer von Eventide. Dadurch, dass man da so viele Möglichkeiten hat und intern schon mehrere Effekte hintereinander stapeln kann, gibt es da eigentlich quasi kein Ende. Ne? Meistens ist es so, dass ich mir in Ableton einen Mixdown mache, weil ich auch intern in Ableton die Sachen nochmal bearbeite. Also EQing meistens, aber eher ein technisches EQing, also Sachen wegschneide, die dann nicht hinhören, oder Resonanzen rausziehen oder solche Sachen. Ansonsten alles, was so Klangfärbung angeht oder Klangerzeugung, mache ich eigentlich schon so außerhalb von der Maschine. Und im Ableton mische ich mir die Sachen so hin. Manchmal schicke ich mir einzelne Gruppen raus, manchmal schicke ich einfach die Masterspur raus. Ich habe jetzt die letzten Sachen alle hier durch diese 500er-Box geschickt, die ich gemacht habe, auch das Album. Einfach nochmal ein bisschen Saturation, ein bisschen Kompression, jetzt nicht so viel irgendwie, dass der Mastering-Engineer noch ein bisschen zu tun hat. Aber ansonsten ist es so eine wilde Mischung. Ich habe mir jetzt kürzlich meinen Drumbass ein bisschen veredelt. Habe hier von SPL so einen 8-Kanal, eigentlich Röhren-Vorverstärker. Den habe ich im Pult im Insert drin. Das heißt, alle Drums gehen da immer direkt durch. Da in der Gruppe auf dem Pult habe ich noch einen Kompressor und einen EQ drin. Habe jetzt auch langsam angefangen, mir ein paar größere Kompressoren zu kaufen und damit zu arbeiten. Hatte eigentlich ein bisschen Angst, den Sound einfach auch zu zerstören mit Kompressionen. Bin da jetzt ein bisschen mutiger, beziehungsweise habe auch ein bisschen mehr Erfahrung einfach. Habe mir auch von meinem Mastering-Engineer, vom Connor, der hat mir so ein paar Tipps gegeben. Ne, man muss ja auch einfach ein bisschen dazulernen von den Profis am besten. Und habe jetzt hier so ein paar Sachen, die eigentlich immer so regelmäßig im Kanalzug drin sind, beziehungsweise auf den Gruppen. Den Tegler zum Beispiel, den habe ich jetzt immer auf den Synthesizer-Gruppen und habe mir jetzt kürzlich von Overstayer so ein Modular-Channel geholt. Das ist eigentlich so eine Monstermaschine, so ein mach mal geil. Ne? Also alles, was du da drin schickst, kommt einfach geiler wieder raus. Das ist so ein Band, was wahrscheinlich am Ende eher so auf dem Master bei mir laufen wird oder im Drumbus. Also ist sehr flexibel einsetzbar mit Saturation und Filtern und EQ. Und also einfach der absolute Wahnsinn.